Dieses Video zeigt, wie ein ZPM Forstmulcher oder Steinbrecher mit dem einzigartigen Adam-Getriebe-Neigungssystem an einen Traktor angebaut wird. Bitte nehmen Sie auch die Bedienungsanleitung zur Hand, um einen Überblick über den korrekten Anbau zu haben, und beachten Sie die Sicherheitsanweisungen. Fangen wir an! Finden Sie am Traktor zwei Löcher in der Zugmaschine, um die Halterung so anzubauen, dass die Kugel auf der gleichen Höhe wie die Zapfwelle des Traktors ist. Für Traktoren ohne Zugmaschine gibt es spezifische Lösungen. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren Händler. Befestigen Sie nun die Adam-Halterung. Vergewissern Sie sich vor dem Anziehen der Schrauben, dass die Adam-Konsole nach der Montage parallel zur Gelenkwelle ist. Die Position der Halterung kann je nach Modell variieren. Wenn Sie sehen, dass auf der Traktorseite der Abstand zwischen Kugel und dem Zapfwellenstummel größer ist als auf der Mulcherseite, können Sie die Halterung umdrehen. Insgesamt gibt es 4 Positionen, um den Anbau so parallel wie möglich zu gestalten oder genügend Freiraum für die Gelenkwelle zu gewährleisten. Stellen Sie die Höhe der Adam-Konsole ein, bevor die Schrauben fest angezogen werden. Die Mitte des Kugelbolzens sollte auf der Höhe der Mitte des Zapfwellenstummels sein. Wenn die Schrauben nur leicht angezogen sind, können Sie die Halterung nach oben und unten bewegen und in der eingestellten Position halten. Wenn die Halterung richtig positioniert ist, ziehen Sie die Schrauben fest. Wir empfehlen eine Markierung zwischen der Anhängerkupplung des Traktors und der Halterung, um die richtige Position nach einem Ausbau leicht wiederzufinden. Verbinden Sie den Mulcher oder die Fräse, wie üblich, mit dem Hubwerk des Traktors. Um schwere Schäden zu vermeiden, müssen bei einem hydraulischen Oberlenker alle Einstellungen bei vollständig eingefahrenem Zylinder überprüft werden. So stellen Sie sicher, dass auch bei größtmöglicher Überlappung der Gelenkwelle weder die Gelenkwelle selbst noch der Adamlenker stauchen. Bei der universellen Adamhalterung können Sie die Zentralplatte justieren. Sie wird ein- und ausgefahren und angezogen, wenn das System korrekt ausgerichtet ist. Einige Traktormodelle haben eine kürzere Dreipunktaufhängung. So kann es vorkommen, dass der Fanghaken und das Rohr des Adam-Systems ebenso wie die Gelenkwelle gekürzt werden müssen. Messen Sie die überschüssige Länge und schneiden Sie den Haken und das Rohr ab. Stellen Sie vor der Endmontage sicher, dass alle Komponenten sauber und geschmiert sind. Testen Sie schließlich, dass beim Einfahren des Oberlenkers keine Kollision zwischen der Zentralplatte und der Halterung auftritt und alle möglichen Bewegungen ausgeführt werden können. Nun kommen wir zur Montage der Gelenkwelle. Wir empfehlen, den Abstand zwischen der Nut am Zapfwellenstummel des Traktors und der Nut am Zapfwellenstummel der Maschine zu messen. Dies muss bei vollständig eingefahrenem Oberlenker erfolgen. Die Maschine soll dabei so weit angehoben sein, dass die Antriebswelle am Traktor und die Eingangswelle am Mulcher die gleiche Höhe haben, da dies meist die kürzeste Entfernung ist. Denken Sie daran, die Gelenkwelle um etwa 5 cm mehr zu kürzen, damit die Gelenkwelle korrekt gekuppelt werden kann. Überprüfen Sie vor dem Schneiden, dass die Gelenkwelle bei allen Positionen nicht gestaucht wird und dass die Gelenkwelle auch in der am weitesten entfernten Position noch ausreichend überlappt. Dank des Adam-Systems bewegen sich die Rohre kaum und es ist einfacher, die erforderliche Überlappung einzuhalten. Hier haben wir Glück und müssen die Gelenkwelle nicht kürzen. Fetten Sie die Gelenkwelle und alle Verbindungen vor dem Einbau ein. Montieren Sie die Schutzabdeckung und verbinden Sie die Ketten des Gelenkwellenschutzes. Messen Sie den Abstand zwischen den Zapfwellenstummeln an Traktor und Maschine. Setzen Sie nun die Kugel an der schlepperseitigen Adam-Konsole für den Fanghaken des Adam-Lenkers möglichst mittig dazwischen. Wenn Sie alle Bewegungen überprüft haben, kann die Zentralplatte angezogen werden. Alle Maschinen wurden vor dem Verlassen des Werks getestet. Wir empfehlen jedoch, dass Sie die wichtigsten Stellen nochmals überprüfen und schmieren, da die Maschine eventuell längere Zeit gelagert wurde. Schließen Sie alle Hydraulikschläuche an und entfernen Sie die Transportsicherung. Sie haben es geschafft! Viel Spaß und Erfolg beim Arbeiten mit Ihrer neuen ZPM-Maschine!